Ja, die Pandemie hat dazu geführt, dass das Versammlungsrecht stark eingeschränkt wurde. Man kann nicht mehr wie sonst erlaubnisfrei, ohne jemanden zu fragen, auf die Straße gehen und seine Position heraustragen, sondern muss eine Ausnahmegenehmigung beantragen und die Teilnehmerzahl auf 20 Leute beschränken. Wir haben das bei uns sehr kritisch diskutiert, weil wir finden, dass auch in Pandemiezeiten dieses Grundrecht der Versammlungsfreiheit ein wichtiges Grundrecht ist, das wahrgenommen werden muss. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Versammlungsfreiheit wirklich nur so weit eingeschränkt wird, wie es für den Infektionsschutz wirklich notwendig ist. Und es gibt ja auch Aktionsformen, die man auch mit Maßnahmen des Infektionsschutzes machen kann. In kleinen Gruppen, mit Mindestabständen, mit kreativen Aktionen. Sowas haben viele Versammlungsanmelder dann auch gemacht und wir haben uns dafür eingesetzt, dass es auch stattfinden kann und nicht per se untersagt wird. So, und diese kritische Diskussion ist dann auch beim Senat angekommen und die haben dann irgendwann diese Regelung auch etwas nachgebessert und gelockert und ab 4. Mai sind dann Versammlungen auch wieder erlaubnisfrei möglich. Man muss niemanden um Erlaubnis fragen, sondern man kann auf die Straße gehen mit 50 Personen dann, nicht mehr nur mit 20, und das finde ich ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben ein neues Versammlungsgesetz in Arbeit und das soll ein versammlungsfreundliches Gesetz werden, das dem Staat und der Polizei aufträgt, Versammlungen zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie halt störungsfrei stattfinden zu können. Und es soll kein Versammlungsverhinderungsgesetz sein. Das ist unser Ziel und wenn das hier im Parlament der Betrieb wieder richtig losgeht, dann hoffe ich, dass wir das dann auch bald verabschieden können.